Reizthema Wasserprivatisierung. Die ÖVP spricht im Zusammenhang mit den geplanten neuen Konzessionsvorgaben der EU von Panikmache. Die Opposition fürchtet den Ausverkauf des Wassers. Auch eine Debatte im Nationalrat hat gezeigt, dass das Thema sehr umstritten ist. Vielleicht können Sie als Europaexperte etwas Licht in diese Angelegenheit bringen. Diese Verordnung, die hier vorbereitet wird, sieht vor, dass auch die öffentliche Hand, das heißt also auch die Gemeinden, die Betreibernetze für die Wasserversorgung und ich sage immer gleich dazu, für die Abwasserentsorgung gilt das Gleiche, auch Privaten zu öffnen und private Anbieter zuzulassen. Es ist dann durch den Widerstand auch Österreichs, aber auch Deutschlands, ist es dann gelungen, dass man zunächst einmal diese Verpflichtung hinaufgesetzt hat auf eine Größenordnung von Städten, die jedenfalls in Österreich nicht vorhanden sind. Also diese Millionenstädte, die das verpflichtend durchführen müssen, gilt, das ist in Österreich, die sind in Österreich gar nicht vorhanden. Die unter 5 Millionen Einwohner können aber derartige Ausschreibungen durchführen. Und dieses Können ist das Gefährliche. Wenn man weiß, dass ein erheblicher Teil der österreichischen Kommunen total verschuldet ist, dann ist die Versuchung für manchen Bürgermeister groß, indem er die Wasserversorgung privatisiert und damit natürlich auch die Quellrechte an der Wasserversorgung an private Netzbetreiber vergibt, dafür einen Erlös lukriert und damit sozusagen sein eigenes Budget für zumindest die nächsten paar Jahre, zumindest über die nächsten Kommunalwahlen hinaus, retten kann. Das ist gefährlich, weil wenn es einmal verkauft ist, das Wasser, wenn das Betreibernetz an einen Privaten vergeben ist, meistens sogar an einen ausländischen privaten Betreiber, dann ist es weg. Und daher muss es den Riegel geben, dass die Bürgermeister bzw. die Gemeinden das nicht tun dürfen. Diesen Riegel müssen wir aber österreichisch regeln, nämlich im österreichischen Verfassungsrecht, und brauchen dazu keine EU-Regel. Daher war der Antrag der BZÖ-Nationalratsfraktion richtig, eine Verfassungsbestimmung einzuführen, die es den Gemeinden nicht erlaubt, von diesem Können, nämlich von diesem Dürfen der Wasserprivatisierung, das die derzeitige Verordnung vorsieht, Gebrauch zu machen. Der Bundeskanzler hat diesen Vorschlag aufgegriffen. Wenn es dafür eine verfassungsmäßige Mehrheit im Parlament gibt, ist das nur zu begrüßen. Die ÖVP betreibt hier Rostäuscherei. Sie tut jetzt so, als ob das, wenn man nicht müsse, dann auch nicht dürfe. Das ist nicht wahr. Es hat sich schon in der Vergangenheit auch bei schwarzen Bürgermeistern herausgestellt, dass irgendwann einmal ein Können dürfen auch in ein Können mündet. Und in dem Fall wäre das fatal, weil wir eine unglaublich gute, und das weiß ich als ehemaliger Wasserrechtslandesrat Niederösterreichs ja ziemlich genau, eine sehr, sehr gute und sehr, sehr qualitativ hochstehende Wasserversorgung haben. Die dürfen wir nicht gefährden, weil die Erfahrung im Ausland lehrt, dass die privatisierte Wasserversorgung in der Qualität abnimmt, weil die Leitungsnetze nicht mehr gewartet werden, weil man natürlich Gewinn machen möchte, das ist ja ganz klar, private Netzbetreiber wollen Gewinn machen und daher bleiben die Investitionen auf der Strecke und es steigen die Gebühren. Das ist nicht im Interesse der Österreicher und wir wollen unser qualitativ wirklich einmalig hochstehendes Wasserversorgungsnetz dadurch nicht gefährden. Wir gehören zu den wenigen Ländern auf der ganzen Welt, wo jeder Bürger seinen Wasserhahn aufdrehen kann und Trinkwasser hat. Auch Trinkwasser für seine sonstigen Tagesbedürfnisse zur Verfügung hat. Das gibt es in ganz, ganz wenigen Ländern. Es gibt Länder, wo sie das Trinkwasser bereits im Supermarkt kaufen müssen, weil das Wasser, das über den Wasserhahn geliefert wird, nicht mehr brauchbar ist, nicht mehr trinkbar ist. Und da wollen wir wirklich nicht landen. Jetzt wendet der Wiener Verfassungsjurist Oehlinger ein, dass ein Schutz des Wassers in der Verfassung keinen Sinn machen würde, weil Europarecht über dem Verfassungsrecht stünde. Europarecht lässt es ja zu, dass die Kommunen unter 5 Millionen Einwohnern ja Wahlfreiheit haben. Wenn man aber in der Verfassung festlegt, dass diese Wahlfreiheit nicht genutzt werden darf, dann ist das ja wohl nicht im Widerspruch zum Europarecht. Also das soll keinen so einen derartigen Unsinn verzapfen. Ja? Abgesehen davon steht EU-Recht nicht automatisch über Europarecht, sondern nur dort, wo das Europarecht tatsächlich aufgrund der Primärnormen im Widerspruch zum Verfassungsrecht steht, dort entsteht überhaupt eine Kollision. Aber die ist hier nicht vorhanden. In Wien soll es eine Volksbefragung zur Wasserprivatisierung geben. Ist das nicht ein Schwindel am Wähler, wenn man auf der einen Seite das unterstützt, dass das Wasser privatisiert werden kann, und dann aber die Bürger fragt, ob sie für oder gegen diese Privatisierung sind? Ich habe schon langsam den Eindruck, dass der Herr Häupl nicht mehr weiß, was er noch alles Volksbefragungen unterziehen soll.
Scheinbar kann er mit den Grünen nicht wirklich regieren und daher versucht er jedes halbe Jahr eine neue Volksbefragung zu initiieren. Ich bin mir nicht sicher, ob die Roten nach der Pleite, die sie mit der Militärvolksbefragung erlitten haben, noch weiter Interesse an weiteren Volksbefragungen haben. Also ich schaue mir das einmal gelassen an. Aber eines weiß ich hundertprozentig, dass der Österreicher insgesamt, aber auch der Wiener, gerade der Wiener, sein Wasser schützen möchte. Denn die Wiener Wasserversorgung gehört zu den besten Wasserversorgungseinrichtungen der Welt. Und es war eine großartige, vorausschauende Planung der damaligen Bürgermeister im Ausgang der österreichischen Monarchie, vom Hochschwabgebiet über die Hochquellenleitungen die Stadt Wien mit bestem Bergwasser zu versorgen. Und die Wiener werden sicher nichts zulassen, was diese Wasserversorgung gefährden könnte. Auch keine Privatisierung. Herr Abgeordneter, vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr.